Hier kommen sie. Gut. Da. Und? Ja, Mann. Nein. Ich glaube, die schwimmen immer so eine Runde, kann das sein? Was sein? Ja, Mann. Ja, Mann. Richtig geil. Beim Absinken hat der richtig reingeknallt. Boah, hier. Willkommen in Patricks, Ladies and Gentlemen. Geil, Alter. Und da haben wir schon den ersten Fisch auf Fuga. Den Weiß-Lila. Alter, richtig geil. Schön beim Absinken, wie so ein Pellet, ey. Boah, Digga, guck mal, die rasten schon wieder aus hier. Digga. Also auf jeden Fall. Guckt euch mal die geile Rute an, wie schön die sich trifft. Ey, feier ich, liebe Patrick. Guck mal, genau vor dir, Pascal, genau vor mir. Ja, zieh deine Brille an, siehst du safe. Boah, komm doch mal hoch, Habibi, geil. Ja, Mann. Boah, die geht voll auf die andere Seite. Alter, guckt euch mal die Kopfschläge an, das ist krank. Die kriege ich gar nicht ran. So. Vielleicht ist das ja eine große. Da kommt wieder so eine Party bei Patrick raus, bei so wieder. Guckt euch die Route an, Digga, krank. Wo ist unten? Da. Boah, schöner. Der sieht gut aus. Eins hat er. Alter, das ist krank. Ehrlich, Leute. Wieder mega Drills hier. Pascal, du drillst länger als 3 Minuten. Was soll das? Alter, die Musik in Ohren, ey, feier ich. Aber seht ihr die richtig schöne Aktion von der Rute? Wie schön die so ein Drittel, sage ich mal ungefähr, vorne sich biegt und hinten hat er nochmal so richtig Bums, dass man den schön drillen kann. Aber die Fische, wie ihr seht, die haben hier richtig Bock. Ehrlich, das liebe ich bei Patrick. Und da haben wir schon mal. Ja, Mann, Pascal, richtig geil. Da hat der auch einen dran. Oh nein. Petri, danke, Habibi. Ey, oh Scheiße, gib ihm mal einen anderen Händel. Boah, Digga, der ist echt fett. Kannst du sonst auch schon keschern, wenn du willst? Bruder, krieg ich auch nicht an. Kannst du hier mit drehen? Kamera an, ne? Ja. Alter, Handy kaputt, Handy kaputt. Aber auch so wird der gedreht. Geil, Mann. Ja, muss man halt so drehen. Kann noch einer von euch vielleicht cashern? Nach Flash. Die sind so stark, ey. Da brechen die Hände. Vielen Dank. Wie geil, Mann. Ja, Mann. Junge. Ja. Nomadic Code Prouder. Nomadic Code Prouder an 1,7 Gramm. Der neue Spoon. Wenn du fertig bist, gibst du mal den Kescher. Geht's.
war. Petri, Dank. Ja, Petri, Junge. Petri, Dank. Ich hatte Nachschwimmer. Da habe ich auf meine raufgetan. Die Hände habe ich auf meine TFT. Und Pat, da der nächste. Ganz mal Kescher. Die Hände, guck mal, ist da. Da, hinter, da, guck mal da. Hinter der GoPro-Tasche. Nein, die ist ab. Schade. Wenn das so windig ist, dann halte ich einfach meine Rute unter Wasser, weil so nimmt mir der Wind nicht die Schnur weg. Dann habe ich noch immer besseren Köderkontakt. Kann man immer mal ausprobieren. Entweder man hält die Rute so wie Ostern, ziemlich weit nach unten, oder man kniet sich ein bisschen hin und hält die Rute komplett ins Wasser rein, die Jugendspitze, weil so habt ihr gar keinen Wind auf der Schnur und könnt den Köder besser führen oder besseren Köderkontakt einfach zu eurem Köder. Den kann man auch hier mal anflutschen. Kannst du auch eine Hocke gut auswerfen. Rute wieder rein. Und einkurbeln. Wichtig ist natürlich dann, dass ihr die Schnur einmal runterkurbelt unter die Oberfläche. Sonst macht das keinen Sinn. Sonst nimmt die Strömung auf der Oberfläche, nimmt dann die Schnur mit und habt ihr auch einen riesen Schnurbogen drin. Und ob das uns Erfolg bringt, die Taktik heute. Können wir nach Hause ins warme Bett. Alle Fische raus. Ja, Mann, safe, Digga. Erster Wurf. Ich glaube auch, Gummi wird richtig gut gehen. Da ist eine. Was ist denn hier? Oh nein! Digga, das hast du mit Spoon abgemacht. Doch scheiß, Digga, scheiß auf den Fisch. Hier sind auf der Gurke. Oh Digga, wir kreuzen uns komplett, ne? Ja, der kommt doch so rüber. Perfekt, danke dir. Den braucht er, glaube ich. So, und der Fisch auf Gummi. Geiler Kalt, Alter. So, da habe ich auch einen. Geil. Bei mir gibt er wieder Gas, ne? Bei mir gibt es nicht so 2 Sekunden drin, Alter. Boah, der sieht gut aus. Boah, der ist schön. Ja. Alter, das Wasser ist so klar, liebe Leute. Und schockige Farbe mit Lila oder Rosa dabei, das wollen sie gerade haben, habe ich gemerkt. Also beziehungsweise kommen sehr viele Fische mit den Farben raus. Mal gucken, ob der jetzt schon raus will. Aber wie wir bei Platte kennen, wenn die Kescher sehen, wollen die nochmal Gas geben. Aber gar nicht hastig werden, ne? Habt ihr ja schon gesehen, Osan war wieder ein bisschen hastig, hat 2 Fische verloren. Die Kopfschläge sind böse. Ey, bevor ihr wieder kommentiert, bremse mehr zu, Leute. Das macht echt hier bei Patricks keinen Sinn, ehrlich jetzt.
Hä? Ja, scheiße, dann leg ihn nicht mal. So, leider kriege ich den Fisch hier nicht hoch, aber das ist ja gerade das, was richtig Leute macht. Bremse zu, Mensch! Ja! Hier, guck mal die Route an, ey, das ist krank. Also, macht richtig Laune. Guckt euch das mal an. Jetzt langsam wird der schlapp. Ah, lass, Bruder, wenn der fertig ist. Scheiße, wenn er wichtig ist. Wir werden landen. Aber sieht der, ich schwöre, das liebe ich an Patrick. Ehrlich jetzt, ich schwöre, mein Gott, ne? Vorher hat es mich immer aufgeregt, weil das immer so lange Drills sind. Aber wenn wir nicht reden, kann man die Stellen auch wegschneiden. So, jetzt aber. Oh, wieder nochmal geil, Junge, der ist so heftig. Jawohl, danke dir, Bruder. Petri, danke. Nein. Ist weg? Ich hab auch meine Bremse zu eng eingestellt. Man will weniger drillen, ne? Ja. So, liebe Angelfieberfreunde, ich lasse ihn diesmal mehr absinken, weil die Bisse von unten nach oben kommen, die sind ein bisschen tiefer gegangen. Erklär uns doch erstmal, warum du jetzt gerade den Spoon genommen hast. Spoon, weil das Wasser sehr klar ist, ne? Und dadurch haben wir mit Spoon, können die mit den Augen viel besser rauben, der blinkt schön, das sehen die so richtig schön im Wasser. Und darauf haben die gerade Bock. Wann nimmst du zum Anfang immer einen Spoon? Ja. Das wisst ihr ja. Immer zum Anfang haben wir immer unseren lieben Angelfieber-Spoon. Geil, Mann. Muss ich unterbrechen. Hier, der Kollege hat ganz hinten auch noch eine abgeholt. Alter, der räumt hier richtig ab. Das ist jetzt das zweite Mal mit uns angeln. Oh, warte mal, du hängst bei... Und erzähl mal, macht Spaß hier? Geisteskrank. Also wirklich absolut geisteskrank. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja. Wir haben uns kennengelernt bei Ephesio, ne? Genau. Und jetzt bist du auch mit uns unterwegs hier. Ja. Mit dem Angelfieber-Verrückten. Aber hat dich auch erwischt, das Angelfieber, ne? Geisteskrank, also. Und die Fische hier, es ist absolut wild. Also wirklich. So. Fängst du irgendwie nur die Dicken die ganze Zeit, ey. Fangbegrenzung erreicht für dich, mein Freund. Oh, crazy. So, Kescher. Kescher den einmal ab für dich. Danke dir. Bitte sehr. Noch so ein schöner Fisch. Alter Verwalter. Zeig mal her, dein Fisch. Junge. Moin. Angelfieber hat mich eingeladen, angeln zu gehen. Und es kam dieses schöne Prachtexemplar aus dem Wasser. Weltklasse. Macht mega Spaß hier. Ich werde nie wieder woanders hingehen. Hast du auch der neuen PB geknackt hier, ne? Ja, liegt da. Richtig schöner Fisch. Weltklasse. Dickes Petri, mein Lieber. Danke. Nee. Ja, Mann, Long Louis. Mann, ich liebe Long Louis, schwarzen Lila. Ne? Bringt mir jedes Mal einen Fisch. Habibi. So geil, ey. Seht ihr das, wie die Rankfish kreischen lässt? Mega. Alter, ich liebe Patricks Fische, ey. Die sind immer so krankstark. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich immer. Aber ist halt eine andere Liga, ne? Macht richtig Laune. Danke dir, mein Freund. So, hatte die ganze Zeit Spoon dran, wollten die irgendwie nicht. Habe ich jetzt mal Long Louis reingemacht und mit zweiten Wurf habe ich den schönen Ding hier bekommen. Alter, guckt euch mal die Route an, das ist Katastrophe. Bringt auch nichts dagegen anzukämpfen. Der geht durch die ganzen Routen, Alter. Der ist einfach hier. Ja, ich muss rüber. Soll ich den rausholen, die Grund?
Spannung bleiben. Ich hab keine Widerhaken. So. Geil, haben wir das schöne Ding. Aber wie ich sehe, hat er den auch komplett weggeschluckt, ey. Und dann haben wir die nächste auf Gummi. Petri, danke, Habibi. Alter, der Gummi ist weg. Mega. Gibt's, oh, dicke, Alter. Mega. Mach mal Bremse zu, da, was ist los? Der kann ich auch mal Bremse zu. Fischer? Mhm. Ich Jugendliche! 70er Mirax in Schweinchen rosa, wie immer, ne? Mein Akku geht gleich leer, ich hoffe, der dreht mal ein. Mach gleich mein Handy ran, dann mach ich da noch Dings drauf. Gewicht. Wirklich, der hat 7-8 Mal drauf getackt. Ganz vorsichtig. Da muss ich gut gehakt sein. Jawohl, Petri, Bruder! Alter! Wie schön ist der. Geil! Und mein Akku ist auch fast leer. Geil! Long Louis! Schwarz-Lila! Alter, ich glaube, langsam wird Long Louis Schwarz-Lila meine Lieblingsfarbe, ey. Krank. Guckt euch mal an, wie schön klar das Wasser ist, ne? Das macht abnormal Spaß, hier zu angeln, ehrlich. Und hab ich nicht hinbekommen. Nutzt viel Power. Oh, das war schön. Okay. Müllrolle. Aber eins Fische. Geil. Opa, da haben wir das schöne Ziegen. Petri, danke, Bibi. Und da viele fragen, wie ich so einen Gummi führe. Also als allererstes ist es wichtig, den, ich ziehe ihn immer gerade auf, weil ich den mit ein paar Twitches aktiviere. Dann seht ihr hier das kleine Tungsten und den kleinen Snap. Das ist ein kurzer Snap, ziemlich klein und fein. Und was für eine Rute nehme ich fürs Gummifischen? Eine, die sehr, sehr weich ist. Mit einer weichen Spitze. Ich habe mir hier vorne so eine kleine weiße Ringwicklung machen lassen. Und ich führe den Gummi eigentlich so, dass ich ihn langsam absinken lasse. Und eigentlich nur einkurbel und ab und zu mal alle 2-3 Umdrehungen so einen kleinen Twitch gebe. Seht ihr, dann fällt er so ein bisschen hoch und runter. Bewegt nochmal das Schwanz, den Schwanz. Dann werfe ich den aus. So, lasse ihn auf eine gewisse Tiefe absinken. Und dann in Zeitlupe kurbel ich den ein. Und dann alle paar Umdrehungen mal einmal so bum bum. Bum bum. Und was auch extrem wichtig ist, ist beim Biss nicht sofort anprügeln, sondern man muss da so ein bisschen Feingefühl für entwickeln, wann man den Anhieb setzt. Weil der Köder ist ja weich und eine Forelle beißt da drauf rum. Nehme ich den nicht, spuck den schnell wieder aus, nimmt den nicht richtig. Und da ist das wichtig, den perfekten Moment zu finden. Das erkennt man am besten an der Spitze, also die Rute nicht so komplett zuballern mit seiner Hand, sondern ein bisschen locker lassen. Sieht ja, die liegt bei mir locker auf. Und wenn ich einen Biss habe, dann gehe ich manchmal ein bisschen mit. Das ist immer noch dem Biss unterschiedlich. Denn sehe ich, wenn der Fisch den nimmt, dann biegt sich meine Rutenspitze ein wenig und dann haue ich meistens an. So verwandle ich meine besten Bisse. Aber das macht ja jeder irgendwann seine eigenen Erfahrungen. Aber gerade an Tagen wie hier, wo das relativ gut beißt, kann man seine Gummiskills ein bisschen ausüben, weil das ist manchmal echt noch der Gamechanger, oder Ozan? Ja, genau. Sehr gut erklärt. Danke dir. Muss ich noch aufnehmen. So, ich habe hier ein Little Louis in lila, blau, sage ich mal. Und der kommt jetzt so rein, mal gucken, ob er mir einbringt.
Perfekt. Die Schnur geht auf jeden Fall in die Mitte, der muss dran sein, sonst hätten wir den gesehen. Kurz Mittagspause gemacht mit Usan, schön Kaffee getrunken und wie immer ein Popper Popper reingelegt dabei. Ich liebe dieses Geräusch, Alter. Oh, da ist ein Fisch, ich schmeiß den mal kurz an. Schöni. Petri. Vielen Dank. Alter, was hast du denn für einen geilen Holzstab gefangen? Den habe ich mir neu gekauft. Ein richtig gutes Ding. Jawohl, finde ich auch. Den gleichen habe ich mir auch geholt. Hast du nicht verkehrt gemacht, mein Freund. Komm, Long Nui in Pink. Erster Wurf. Und was sagt er? Bringt er mir Fisch? Ja. Fettes Ding, ey. Schöne Popper-Popper-Montage. Hängt er noch? Kann ich noch analysen? Ja. Kann ich losangefangen? Ja. Mega, Petri Budi. Ja. Aber die stehen jetzt auf jeden Fall schon viel tiefer, merke ich. Davor hat man die oben schon so schwarmweise ein bisschen gesehen, so klar wie das Wasser ist. Aber das trügt auch immer, ne? Man denkt immer, ah, der Fisch ist so einen Zentimeter unter dem Wasser. Aber wenn man den Köder absenkt, dann merkt man das relativ schnell, dass es auch mal einen Meter tiefer die Fische stehen. Und ich bin auf jeden Fall richtig in Angelfieber gerade. Richtig heiß, weil es richtig Spaß macht. Man hat gut Bisse, einen guten Frequenz. Also heute haben wir einen guten Tag erwischt. Und den Teich haben wir irgendwie komplett für uns alleine heute. Wir sind die einzigen heute, die hier an dem Teich 3 sind. Mal gucken, was der Tag alles noch so bringt. Ich bin echt gespannt. Was? Wind und Welle bringt Forelle! Yeah! Regne noch mehr! Was ist denn hier los, Alter, als wenn ich hier schwimme? Krank, Alter, was für ein Wetter. Naja, gibt kein schlechtes Wetter, hä? Nur schlecht angezogen. Aber in diesem Fall kannst du anziehen, was du willst. Hätte man sich so einen gelben Sack über den Kopf ziehen müssen. Voll. Aber sogar eine schöne wieder. Muss mir vielleicht mal den Kescher geben, bitte? Ja. Normal. Ja. Die ist gut, ne? Soll ich oder machen? Soll ich? Ist gut, bitte. Wie hoch war der ungefähr? Oh, ich hab hoch gemacht, Bruder. Meter? Oh nein, ich habe die andere Route mit eingesammelt hier. Hast du mitgenommen? Ja, keine Ahnung, ich habe hier eine Schnur drin. Welche ist das? Der hat beide meine Köder, Digga. Na, Mann. Waren die nebeneinander, oder? Hat der voll geht, Alter. Machst du die einmal halten, oder ich hatte dich mehr vertüdelt?
Oder schafft der Wind das? Nein, eigentlich nicht, oder? Fisch. Ah. Geil. Fisch on. Ja, Fohlenkasse, ja, mit Libra. Geil, Mann. Osa. Guckt euch mal die Katapult an, ey. Katapult. Tief unten oder oben? Oben. Richtig oben, ne? Ja, 1,5 Meter. Oh, da ist der Schwamm. Geil, ey. Machen wir das nicht. Nee. Nee. Ja, die macht schon Kopfschläge, ey. Aber die Katapult kannst du echt gut mit arbeiten, Alter. Ja, mega. Jetzt kannst du schon pumpen. Dein Mal. Schon das Gute bringt auch Fisch. Petri! Ja, Petri. Mann! Petri, dank! Geil, ey! Ja, passte! Hier sind sie übrigens noch, hier links. Hä? Hier ja, egal. Die große Farm. Schön. Ey, ich trau mich nicht, ich will so eigentlich tun, dass man dich sieht. Na, Bruder? Wenn passiert, passiert. Hinten kannst du den Gimbal drehen, ne? Wie mache ich den denn da, dass er sich zu uns durchdreht? Warte mal kurz. Ah, jetzt hab ich ihn. Ja. Warte, warte. Jawohl. Bitte. Bitte schön. Ja, Mann. Richtig schöner. Mega! Hier kommt ein Käfer, der Feind. Oh nein. Ist nicht durch, oder? Mitgenommen. Scheiße. Ich hab auch einen Biss. Ist schon wieder draußen? Ich gebe jetzt Gas, der Wechsel. Scheiße. Wer ist ruhig gefahren? Scheiße. Warte mal. Soll ich doch einfach hier runtergehen? Geht man deine hoch? Aua. Hab ich dich auch nur gebrochen? So, draußen. Oh, 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 du hängst da an. Warte, nicht nichts machen. Kugel mit deiner ein, Osan. Wo bin ich denn da drinnen? Unten oder oben? Ich weiß nicht. Jetzt ist gar nicht mehr drin, glaube ich. Okay. Guck mal, wie hoch ich gestellt habe, Bruder. 2 Meter. Okay. Ja, anscheinend sind die ganz oben. Obwohl er mit 3,5 Gramm ganz unten gebissen hat. Ja, überall. Die sind halt zwei Stück. Einmal oben, einmal unten. Hilfe macht sie wieder Geräusche. Was? Hilfe macht sie wieder Geräusche. Schön. Ey, guck mal, wie geil die sich biegt, Alter.
Langsam mache ich immer mehr und mehr. Die Route. Die Route ist mega hier. Wie die sich schön sieht. Ja, du kannst auch richtig trunken machen, das ist halt das Geile, ne? Ja. Brauchst du noch vorne diesen Tee? Schmeiß den mal an hier. Alter, komm doch her, mein Freund. Jawohl, Titi. Titi, vielen Dank. Vielen Dank. Sogar aus dem Schwarm einer. Sogar aus dem Schwarm einer. Komm mit dem Fischer. Komm, hier ist es, wa? Sogar das Rosane, Alter. Echt? Guck mal, zwei Würfe. Boah, das ist schön, Mann. Vielen Dank.